Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zum Rückblick auf Hell in a Cell. Und wer hätte gedacht, dass dieser Pay-Per-View denn doch so krass wird? Denn ich habe eigentlich gedacht, okay, bis auf die einigermaßen guten Hell in a Cell Matches wird es wahrscheinlich auch nicht großartige Auswirkungen geben, aber ich wurde doch überrascht. Es gab einiges, womit ich nicht gerechnet habe. Die Kickoff-Show begann mit dem Six-Man-Tag der Cruiserweights und nicht nur, dass dieses Match natürlich wieder grandios war, war aber auch abzusehen, ein Move in den anderen, in den nächsten, der nächste kommt rein und so weiter. Und gerade bei so großen Tag-Team-Matches ist das natürlich noch geiler, wenn halt wirklich der eine flippt drüber, dann kommt der nächste rein. Klar, als Ref blickst du da kurz nicht durch, aber es macht einfach so viel Sinn und es bringt so viel Geschwindigkeit da rein. Ich finde sowas richtig geil. Letztendlich konnte Cedric Alexander den Pin landen. Der Typ ist sowieso grandios, deshalb macht das hier schon Sinn. Dann gab es das United States Championship Match im Hell in a Cell zwischen Rusev und Roman Reigns. Und hier war es einfach auch wieder eigentlich der Opener der richtigen Show. Und man hat die Hell in a Cell Matches gut voneinander trennen können. Das war das erste, das andere Hell in a Cell Match war in der Mitte und das andere war halt der Main Event. Und so finde ich das dann doch recht passend. So hast du nicht so das Gefühl, dass das jetzt hier so eine Überfütterung dahingehend ist. Und Roman Reigns gewinnt zum Schluss. Auch hier, das Match war doch relativ gut. Ich war dann doch überrascht, dass sie sich dann doch noch einiges geben konnten und auch den Einbau von Treppe und so weiter hat man ganz gut gelöst. So kann man halt auch innerhalb des Hell in a Cells mit den ganzen Waffen, die halt drin sind, dennoch einiges mitmachen und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben da in den letzten Jahren schon viel gesehen und hier zum Beispiel auch den Spear von Roman Reigns auf den auf der Treppe stehenden Rusev, um da nochmal ein bisschen mehr Höhe zu gewinnen. War nicht schlecht zum Schluss und Roman Reigns gewinnt das Ding und verteidigt somit seinen United States Championship. Dann hatten wir Bayley gegen Dana Brooke und das Match war in Ordnung, war halt mal zwischendurch, um wieder ein bisschen von dem Hell in a Cell herunterzukommen, war ganz gut, aber ansonsten hat es mich jetzt nicht so krass vom Hocker gehauen. Bayley gewinnt hier, ja, ist okay. Dann hatten wir Enzo und Cass gegen Gallows und Anderson und was soll ich sagen, ich habe es ja kaum glauben können, Gallows und Anderson gewinnen dieses Tag Team Match und ich glaube, das ist der erste Sieg von denen bei einem Pay-Per-View. Hat sich da vielleicht was geändert, denn eigentlich kamen die und haben alles verloren, obwohl sie immer jeden zusammengeschlagen haben. Jetzt dreht sich da ein bisschen was und Luke Gallows und Karl Anderson gehen hier over. Und dann gab es das Universal Championship Match auch im Hell in a Cell zwischen Kevin Owens und Seth Rollins. An sich kann man nicht mehr kennen. Die beiden haben auch mal wieder was komplett Neues gezeigt. Die Aktion mit einer Powerbomb durch zwei Tische, wobei einer in dem Hell in a Cell verkeilt war. Kevin Owens ist übrigens durchgeflogen. Das war absolut großartig. Das habe ich noch nie in einem Hell in a Cell gesehen. Und sowas will ich als jahrelanger Fan denn auch mal haben. Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Und das haben die hier auf jeden Fall geboten. Zwischendurch gab es eine Situation, hat Kevin Owens nicht ganz so gewusst, wie man den Feuerlöscher bedient und hat halt damit voll den Referee getroffen. Dieser musste dann ausgetauscht werden, weshalb hier kurz der Käfig geöffnet wurde. Und so gab es für Chris Jericho die Möglichkeit, denn doch noch reinzukommen. Ich wusste, irgendwas macht man mit Jericho. Und letztendlich hat er aber auf der Seite von Kevin Owens gestanden und hat auch letztendlich so ein bisschen dafür gesorgt, dass Seth Rollins hier nicht gewinnt. Es gab also den Sieg von Kevin Owens und danach gab es noch den Codebreaker von Chris Jericho gegen Seth Rollins. Und ich muss sagen, dieser Typ gefällt mir zurzeit echt gut, also Chris Jericho. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass neben den ganzen Comedy-Segmenten, die er immer macht, er einfach immer noch ein großartiger Wrestler ist und in seiner Karriere doch schon einige sehr, sehr große Siege einfahren konnte. Es ist also hier der Startschuss für die Fehde Chris Jericho gegen Seth Rollins. Also gehe ich mal davon aus, dass Rollins jetzt wieder so ein bisschen aus dem Titelrennen rausgenommen wird. Das heißt, hier wäre Platz für einen neuen Number One Contender. Dann gab es, wie ich finde, die größte Überraschung des Abends. Brian Kendrick gegen TJ Perkins im Cruiserweight-Titelmatch. Und Brian Kendrick gewinnt. Neuer Cruiserweight-Champion. Ich konnte es ja gar nicht glauben. Ich konnte mir zwar irgendwie vorstellen, dass man das vielleicht als Storyline so einbindet, dass TJ Perkins sich vielleicht doch freiwillig für ihn hinlegt, aber hier wurde ein bisschen gefaked, dass er sich verletzt hat und so, dann konnte er doch noch seinen finnischen Move ansetzen und das war ziemlich cool gemacht. An sich wieder Match, kann man nicht meckern. Und ja, Brian Kendrick ist neuer Cruiserweight Champion und das erstaunt mich ein bisschen und fand ich auch gut eigentlich. Dann hatten wir das Raw Tag Team Titelmatch New Day gegen Cesaro und Sheamus. Und zwischendurch dachte ich echt, Alter, die holen sich die Titel. Das,
die Titel wechseln hier. Und naja, Cesaro und Sheamus gewinnen dieses Match wegen Disqualifikation. Das Ganze ist ein bisschen chaotisch gewesen. Und eigentlich kann man auch Sheamus, der hier quasi schuld ist, gar keine Schuld geben. Denn Kofi Kingston, der eigentlich nicht in dem Match war, hat mit dem Trouble in Paradise Sheamus attackiert. Nachdem dieser übrigens Francesca 2 ein bisschen zerstört hat. Also hier, wir haben ja New Day Member verloren, ja, also da kann man schon mal eingreifen. Und der Ref hat das gesehen. Gleichzeitig hat aber Xavier Woods in Cesaros Sharpshooter getappt. Aber das war dann zu diesem Zeitpunkt völlig egal. Es gab den DQ-Sieg für Cesaro und Sheamus und New Day behält die Titel. Sehr geil gemacht. Und auf jeden Fall passiert da noch was. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen Cesaro und Sheamus sich den Tag Team Titel holen. Ich bin gespannt. Ich fand es richtig cool gemacht und ich freue mich auf den Titelwechsel und was da jetzt noch passiert. Und dann gab es das Main Event des Abends hier mit den Damen. Sasha Banks gegen Charlotte Flair um den Raw Women's Championship. Und hier begann das Match auch wieder in einer Art und Weise, die ich so nicht so häufig gesehen habe. Denn die haben gar nicht erst angefangen, sich in dem Hell in a Cell zu bewegen, sondern sind, bevor das Ding komplett runtergefahren ist, erstmal rausgegangen, um sich draußen zu prügeln. Dann gab es noch eine Powerbomb durch den Kommentatorentisch von Charlotte gegen Sasha. Diese sollte dann eigentlich durch Ärzte abtransportiert werden, hat sich aber wieder mal rausgekämpft. Gut, das habe ich schon tausendmal gesehen. Und ist dann nachher doch in das Match rein. Und so konnte das Match hier auch weiter stattfinden. Es war, wie zu erwarten, ziemlich krass, ziemlich brutal auch für die Damenwelt. Und Sasha musste wieder einige ziemlich harte Bumps einstecken. Ich gehe momentan davon aus, dass sie von der Gum-Gum-Frucht gegessen hat, weil die müsste eigentlich schon längst querschnittsgelähmt sein oder wir steuern darauf hin. Ich weiß nicht, warum die das immer wieder macht, aber es ist auf jeden Fall teilweise echt gefährlich, was sie da zieht. Und auch hier, große Überraschung, ich konnte das auch wieder nicht glauben, Charlotte holt sich den Titel zurück. Ich weiß nicht, was das soll, warum der Women's Titel andauernd hin und her wechselt. Ist Sasha Banks wieder verletzt? Das war ja eigentlich der Grund, warum der Titel das letzte Mal gewechselt ist. Aber was soll das denn? Wir haben jetzt jeden Pay-Per-View einen neuen Women's Champion. Und man dachte erst, dass die Pay-Per-View-Regentschaft von Charlotte hier enden wird. Das ist nicht passiert. Charlotte gewinnt dieses Match und geht mit dem Titel nach Hause. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber es bringt mich eigentlich nur dazu, dann auch rauszufinden, wie das Ganze jetzt weitergeht bei Raw heute Abend. Generell hat mir der Pay-Per-View sehr gut gefallen. Und ich habe es ja am Anfang erst gar nicht gedacht, dass das doch so gut wird, aber es wurde denn. Und ja, dann wollte ich mich auf jeden Fall noch bedanken für alle Leute, die gestern beim Pay-Per-View-Livestream mit am Start waren. Wir waren 1200 Leute, richtig krank. Und wir haben den kompletten Pay-Per-View durchgespielt, das war richtig cool. Deshalb großes Dank an jeden, der da immer bei meinen Livestreams mit einschaltet, wie zum Beispiel auch heute Abend, Dragon Ball, nur mal nebenbei. Und ansonsten war es das erstmal mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, dann gib mir noch wie immer einen Daumen nach oben. Und vergiss nicht, deine Meinung zu Hell in a Cell in die Kommentare zu schreiben. Ich gebe mir das auf jeden Fall noch. Und denn ja, abonniere den Kanal noch. Hier sind noch zwei Kanäle. Hier unten ist noch ein Video von mir. Also klick dich da mal durch. Und morgen gibt es die News. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Auch rein, bis zum nächsten Mal und ciao.